Ah, die Endabrechnung haben wir noch nicht ganz, aber die ersten Schätzungen, 5.000 bis 7.000 Leute, die hierher gekommen sind. Wie gesagt, außer ein paar Regentropfen war eigentlich alles perfekt. Also kann man sich nicht beschweren. Rundum gelungen, würde ich sagen. Ja, unsere Partner waren großartig, muss man ganz ehrlich sagen. Von Getränkeland, Mediamarkt, die das großartig machen, von der mobilen Playstation hin zum Rodeo-Reiten, W-Holz, die hier kräftig mit bei sind, die Ostbar, ich möchte jetzt auch keinen vergessen. Also großes, großes Dankeschön an unsere Partner. Wahnsinn, was heute hier los ist. Schön, das freut mich, denn letztes Jahr war es ja leider nicht so groß und ich finde es einfach toll. Auch die Atmosphäre hier. Schön und zum Glück hat der Regen aufgehört. War richtig so, dass die Leute sich gefreut haben. Die haben mir alle alles Gute gewünscht und die sind alle sehr positiv dabei. Also war schon sehr, sehr angenehm. Leider auch zwischendurch hat es geregnet, aber ansonsten war alles top. Was hat er jetzt gesagt? Schwarz macht Schlange. Weil ich Hansa-Fan bin und mir vorher im Internet das gekauft hatte. Und wir haben heute einen Ausflug nach Rostock gemacht. Ja, ich dachte, bevor sie den wegschmeißen, kann man dem Verein ein bisschen was Gutes tun, nochmal Geld ausgeben. Und er kommt bei mir ins Wohnzimmer, aufs Fensterbrett und dann muss er lange wie möglich durchhalten. Ja, wir werden so kurz vor 1800 Feldern landen. Man merkt schon, unsere Greenkeeper kommen im Hintergrund, kräftig in Schwitzen, aber so soll es auch sein. Es könnten ja alles meine Söhne sein, nicht? Aber Willi hat es mir angetan. Willi, dem guckt der Schalk schon aus dem Nacken. Also ich glaube ganz bestimmt, mit dem haben wir Spaß. War sehr anstrengend. Nein, gehört dazu. Definitiv, wir freuen uns, dass wir so viele da haben, auch bei so einem Tag, dass viele kommen. Auch wenn das Wetter nicht so super war oder super ist, die Leute sind trotzdem zahlreich erschienen. Das freut uns. Wir sind eine neue Truppe, die wollen uns kennenlernen. Die sollen uns kennenlernen. Ja, und darum ging es heute. Toll, weil Hansa einfach eine coole Mannschaft ist. Ich sehe, dass sehr viele erstmal Fans von uns gekommen sind und freue mich sehr. Ich habe auch gesehen bei der Autogrammstunde, dass bei der Autogrammstunde so viele Leute auch von uns, dass wir sehr begehrt waren. Also das ist sehr, sehr toll, wenn man da sieht, die Kulissen hier, wie viele Leute sind hier. Am besten war für uns eigentlich so das Gefühl, hier mal auf dem Rasen zu stehen. Ja, hat man als Kind schon von geträumt, also ich zumindest, und hatte nie die Gelegenheit. Ja,
Ja, der Enkelsohn ist ganz frisch und da haben wir gedacht, den nehmen wir heute das Essen mal gleich mit ins Ostseestadion, damit er das gleich von Anfang an kennenlernt. Ich habe gedacht, mal im Stadion zu spielen, hat man nicht oft die Chance, eigentlich fast nie. Und deswegen habe ich gedacht, melde ich mich an. Ja, das Elfmeterschießen, ne? Geht hier um einiges. Unser erster Schütze jetzt. Der heißt auch noch Schütz, das kann ja nur gut werden. Ja, gut, wollen wir hoffen, dass es reingeht. 3-3 bis jetzt. Ich bin total angespannt. Gucken wir mal. Jetzt, wer macht er sich noch die Schuhe zu? Also, die Ruhe muss man erstmal haben. Oh. Ja, und dann sieht es halt auch mit der Vertragsverlängerung schlecht aus dann. Also, tja, wenn man den nicht macht. Ne? Eigentlich nur aus Spaß, aber Spaß wird ernst, habe ich so mitbekommen. Wir waren im Garten, haben ein bisschen gearbeitet und dann habe ich einfach gesehen, okay, dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, dann bewerbe ich mich mal. Ja, ich bin total aufgeregt, schon seit Freitag. Wir wollen erstmal mauern. Also das Spiel 2x20 Minuten, wir wollen erstmal 2x30 Minuten mauern. Oh, einfach genial, super, also es ist ein Traum in Erfüllung gegangen, sehr zufrieden. Wir haben, also ich finde, viele Tore geschossen, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, ich bin sehr stolz auf unsere Mannschaft. Ich spiele generell gerne Fußball und vor allen Dingen, wenn ich jetzt ein bisschen aushelfen kann, warum denn nicht? Wobei das Spiel gerade nicht optimal für uns läuft, aber die Jungs geben Gas und die sind sehr bemüht. Ich kenne den Trainer ganz gut, weil ich in Münster ihn gehabt habe. Muss ich sagen, der ist noch nicht 100% fit. Der braucht noch ein paar Wochen und ein paar Tage Training mit uns. Aber muss ich auch sagen, das ist ja, ein Top-Spieler. Ja, ich glaube, es ist eine schöne Sache für die Fans und ja, für alle Mitglieder. Meiner Meinung nach haben wir zu viele Gegentore bekommen, aber es ist natürlich auch eine Spaßsache. Und ich glaube, es ist ein sehr geglückter Tag für alle Beteiligten.